Ja, ich kann einfach nur sagen, das Thema heute war, sich im Endeffekt der höheren Macht, Gott oder dem Universum oder dem Schicksal einfach hinzugeben und sich als Kanal bereitzustellen, einfach Gott wirken zu lassen durch einen. Gut, nun war jetzt heute auch so ein Tag, wo ich jetzt nicht unbedingt Kundentermine hatte. Ich habe zwar gearbeitet am Vormittag und hatte dann Nachmittag ein bisschen Zeit für mich und dann am Abend, wie gesagt, habe ich mich mit einem lieben Freund getroffen und ja, konnte einfach einen schönen Abend genießen. Und ich muss sagen, ich fand es sehr spannend, weil jetzt auch über den ganzen Tag verteilt, also inklusive des Vormittags, auch in der Arbeit, wo ich einfach gesagt habe, hey, ich gebe jetzt einfach ab. Dass alles funktioniert und dass alles so gut läuft, wie es Gottes Wille sein soll. Und wenn irgendwas eben nicht funktioniert, dann ist es, hat es, wird es wohl seinen Grund haben. Und dieses Loslassen, diese Hingabe dazu war sehr spannend. Also, weil wirklich ein, zwei Sachen sogar in der Arbeit passiert sind, wo ich mir dachte, oje, oje. Normalerweise wäre das jetzt ein bisschen schwieriger, wüsste ich nicht, ob ich es schaffe oder nicht. Und habe aber dann wirklich so wirklich versucht, diszipliniert für mich einfach zu sagen, nee, heute ist der Tag, der gehört gar nicht mir, ja, das gehört einfach Gott. Und wenn es so sein soll, dann ist es halt so, ich gebe es einfach mal ab und auf einmal löste sich das von alleine. Und das war sehr spannend, das so zu erleben, ja, wie das durch diese Hingabe passieren kann, zum einen, ja. Und zum anderen muss ich sagen, jetzt am heutigen Abend hat einfach alles gepasst. War einfach alles schön. Es hat einfach gut. Es ist ein sehr lieber Freund von mir. Wir sehen uns ja nicht so oft im Jahr und haben Zeit miteinander zu verbringen. Deswegen glaube ich, schauen wir schon, dass eigentlich die Zeit, die wir dann haben miteinander, dass es qualitativ passt. Aber auch da kann mal sein, dass irgendwas ist, ja. Und heute war es einfach perfekt. Also das Umfeld hat gepasst. Ja, und das hat, die Gespräche waren schön harmonisch und das finde ich halt, war ein schönes Geschenk. Also muss ich sagen, glaube ich, möchte ich mir jetzt schon eher vornehmen, das öfters zu machen, zu sagen, ich gebe einfach ab und sage, was auch immer heute geschehen mag, darf geschehen und passiert im Sinne für Gott und Gott darf mich heute lenken und Gott soll mir meinen Tag heute einfach, ja, führen oder wie sagt man, ich widme diesen Tag einfach Gott und Gott kann daraus machen, was er für richtig hält und kann darf durch mich wirken, wie auch immer das aussehen mag. Ja. War sehr schön, also wirklich eine schöne Erfahrung. Zudem kommt aber jetzt auch noch, dass heute natürlich kann man sagen, ein besonderer Tag war oder ist eben mit dem Vollmond und mit der Mondfinsternis, die dazu gehört hat. Alles steht auf Neuanfang, alles steht auf Altes loszulassen. Ich habe das Gefühl, das tun wir eigentlich schon die letzten 2 Jahre, aber ich habe das Gefühl, dass momentan, also jetzt gerade in diesen ein, zwei Wochen wieder verstärkt war, die jetzt quasi seit dem Neumond, den wir hatten, Anfang September. Ich finde es spannend, dass ich gerade jetzt in dieser Zeit mich dazu entschlossen habe, dieses Jahr in Wundern zu machen. Bin sehr dankbar dafür, finde es. Es fühlt sich an wie eine Reinigung auch, ja. Also ich muss auch sagen, ich habe heute Nachmittag so ein bisschen eine Traurigkeit in meinem Herzen gespürt. Aber das Spannende war, ich habe es nicht als schlimm empfunden, sondern ich habe mir einfach gedacht, das ist jetzt auch ein Geschenk, das fühlen zu dürfen, ja. Diese Trauer spüren zu dürfen. Ich konnte nicht einmal sagen, ich könnte euch nicht sagen, woher das kam und weswegen das war, weil es war dann am Nachmittag, also es hat vielleicht so ein, zwei Stunden angedauert und dann war es wieder weg und auch das habe ich einfach als Geschenk angesehen, dass es da war, dass es sich gemeldet hat, weil man ja auch, wenn man die Trauer erlebt, weiß man ja auch, wie es sich anfühlt, wenn man nicht traurig ist. Und auch traurig sein ist auch manchmal ein schönes Gefühl, also im Sinne von, wir dürfen fühlen. Ja, das war es jetzt erstmal. Ich will euch gar nicht zu viel erzählen. Ist ja auch schon spät. Ich werde jetzt dann in mein Bettchen gehen und wünsche euch eine gute Nacht und freue mich schon auf mein Update dann morgen für euch. Bis dann, ciao, ciao.